Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Josephine Reichmuth. Ich bin Gebietsvertreterin der Firma Belchim im Burgenlandkreis und im westlichen und mittleren Thüringen. Wir sind heute zu Gast auf einem Ackerbaubetrieb im Burgenlandkreis. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist, dass wir heute das Protector Pro, unser neues Getreidefungizid, begleiten möchten. Mein Name ist Detlef Spalterholz. Ich bin der Fachberater Region Ost der Firma Belchim. Und zuerst einige Worte zu dem Weizenschlag, auf dem wir uns hier befinden. Wir haben hier bonitiert und haben also einige Blätter mit Infektionen von Septoria gefunden, von Mehltau gefunden. Im Protector Pro ist enthalten das Property, ein vorrangig gegen Mehltau eingesetztes Fungizid mit dem Wirkstoff Pyriophenone und einer guten Nebenwirkung gegen Septoria und auch gegen Halmbruch. Und das wird dann ergänzt durch das Protioconazol im Patel 300 EC, welches also auch andere Krankheiten bekämpft, die eventuell im weiteren Verlauf der Entwicklung des Weizens hier noch auftreten können. Zu den wirtschaftlich bedeutendsten Krankheiten zählt also speziell auch hier in der Region die Septoria, die also von den unteren Blattetagen kurz über dem Erdboden sich entwickelt, vor allem wenn im Bestand ein relativ feuchtes Klima herrscht und dann etagenweise nach oben springt auf die Blätter und Ertragsverluste von 50-60% erzeugen kann. Die zweite wirtschaftlich bedeutende Krankheit ist der Mehltau, der sich als Stängelmehltau etabliert und dann bei entsprechenden Witterungsbedingungen von Blattetage zu Blattetage mit nach oben wächst und den Ertrag dann entsprechend vermindern kann. Unser neues Protector Pro ist auch in Wintergerste einsetzbar, auch zum Termin BBCH 32, kann also in Wintergerste, die zweimal mit Fungiziden behandelt wird, gern als erste Spritzung eingesetzt werden, ebenfalls mit der Aufwandmenge 0,5 Liter Property und 0,5 Liter Patel 300 EC.